uns zum Thema Bohren. So wie ihr wisst, haben wir einen eigenen Online-Shop gebaut, damit ihr das Werkzeug kaufen könnt, was wir gut finden. Heute möchte ich euch mal die Magnetbohrmaschine vorstellen. Die Magnetbohrmaschine ist wirklich auch ein Werkzeug, wo ich in meiner Lehrzeit viel mit gearbeitet habe, wo man echt große Bohrungen machen kann und das easy von der Hand. Also wir haben hier zum Beispiel, ich kann das mal so zeigen, wir können das hier Höhen verstellen und wir haben hier einen Knopf für Magneten und hier einmal an und aus für die Bohrmaschine hier. Ne? So, wenn wir jetzt hier drauf drücken, dann merkt man schon, das Ding sitzt bombenfest durch diesen Elektromagneten. Das ermöglicht uns, dass wir auch mit so einer Maschine über Kopf bohren können, rein theoretisch, am T-Träger, wie auch immer. Und rein theoretisch können wir damit auch so einen Schweißtisch spielen, selber bauen. Das werden wir auch gleich mal simulieren, das zeige ich euch mal. So, jetzt aber erstmal zu den Bohrern. Wir haben hier ganz spezielle Bohrer. Die sind hier von der Firma Ruco. Jetzt holen wir hier schon welche raus. Und damit können wir eben halt mit so einem Fräskopfbohrer können wir eben ganz präzise und ganz easy die Löcher bohren. Hier brauchen wir für die Aufnahmen für den Schweißtisch sind alle mit 16 mm gebohrt. Und den Bohrer habe ich mir jetzt mal rausgeholt. So, dazu muss ich diesen Pin hier einführen. Das ist so ein Zentrierer. Damit könnte ich jetzt ankören und dann eben halt dort bohren. Der findet dann immer die Mitte. Hier habe ich zwei Madenschrauben und zwei abgeflachte Seiten. Wenn ich den jetzt hier so reinstecke und mir den Inbusschlüssel nehme, kann ich so den Bohrer spannen. Übrigens gibt es hierfür auch ein ganz normales Bohrfutter, wo man eben halt ganz normale Bohrer einspannen kann. Das ist auch manchmal sehr nett, wenn man tiefere Bohrungen machen will. Die sind natürlich hier auch begrenzt. Ich weiß nicht wie viel. Ich schätze mal so, hier könnte ich eine Stärke von 3 cm mit bohren. Und manchmal muss man ja auch tiefer durch. Dann kann man eben halt das Backenfutter wechseln und mit einem anderen Bohrer bohren. So, jetzt habe ich natürlich was vorbereitet. Ich habe hier mal so ein altes Schrottteil. Das zeige ich euch mal. Ihr seid ja jetzt ja auch gerade in meiner Werkstatt, die ich ja gerade so am Aufbauen bin. Die ist ja jetzt, wie soll man sagen, so gerade erst am Wachsen. Und ich bin ja auch ein Fan davon, auf den Schrottplatz zu fahren und mir irgendwelche Sachen zu holen und dann da was draus zu bauen. Zum Beispiel habe ich diese Platte hier auch auf dem Schrottplatz gefunden. Und diese riesen Nockenwelle, die kommt irgendwie vom Schiff. Und da habe ich gedacht, Mensch, da kann man sich doch einen schönen Schraubstocktisch draus bauen. Hier war auch schon vorher ein drauf. Aber ich habe gedacht, ich mache jetzt mal für die Magnetbohrmaschine, zeige ich euch mal, wie man schön so eine Löcher da reinbohren kann. Und wichtig ist ja immer beim Bohren, ist der Bohrer ölig, ist er fröhlich. Also bedeutet, immer schön schmieren. Ne? Dazu haben wir hier auch ein super Schmierprodukt. Und wenn ihr was bohrt, sind zwei Sachen eigentlich immer wichtig. Umdrehungsfrequenz, also wie schnell bohre ich das, Vorschub und natürlich auch die Schmierung ist wichtig. Also diese drei Faktoren sind eigentlich schon sehr entscheidend. Ich persönlich mache das gar nicht so. Ich merke das schon eigentlich, wenn Bohrer sich quält oder nicht quält. Und wir haben auch nicht immer die Möglichkeiten, dem Bohrer die richtige Umdrehungsfrequenz zu geben. Zum Beispiel habe ich jetzt einen Akkuschrauber. Ja, mein Gott, der dreht jetzt irgendwas, dann macht man mit Gefühl eben mal. Ne? Und so gehe ich jetzt auch an diese Nummer ran. Wir haben hier den Knopf für den Magneten. Zack, jetzt brummt er hier schon, das könnt ihr wahrscheinlich nicht hören. Und wenn ich jetzt diesen Knopf drücke, den grünen, dann kann ich bohren und eben halt mit der Bewegung hier nach unten durchbohren. Wir bohren das mal in Echtzeit, 16 mm in, lass ich mal kurz gucken, ja, das ist so 15, 16 mm Stahlplatte. Da werdet ihr sehen, das geht ratzifatzi. So, wir machen mal ein bisschen Öl. Dann machen wir an und jetzt geht's los. Das muss ich zugeben, habe ich den Bohrer auch echt gequält, weil ich mal Gas geben wollte. Aber schaut euch das mal an hier. Ich habe jetzt diese Platte in der Zeit
komplett ein richtig sauberes Loch gebohrt. Total klasse. So, jetzt mache ich noch mal ein paar Bohrungen dazu, damit ihr seht, dass ich nur eine Bohrung hier schafft, sondern ich mache jetzt noch mal ein paar dazu. Also, geht weiter. Ich zeige euch das mal. So, liebe Leute, jetzt habe ich hier mal die Platte wieder schön sauber. Ja, und wie ihr seht, habe ich 11 Bohrungen in 0, nichts gemacht. Und der Bohrer, der ist immer noch scharf. Der hat überhaupt nichts an seiner Schneidfähigkeit verloren. Was ich vergessen habe vorhin, dieser Tank, den habe ich überhaupt nicht erwähnt. Ihr könnt natürlich auch hier Kühlschmiermittel reinmachen und dann so bohren. Dann braucht ihr nicht immer sprühen. Aber in diesem Fall fand ich die Sprühflasche besser. Ich hatte nicht so viele Bohrungen und es kommt natürlich auch immer auf den Anwendungsfall an. Und wie schon vorhin gesagt, ist der Bohrer ölig, ist er fröhlich. Also nicht mit dem Öl sparsam sein. So, und jetzt probieren wir mal, ob das überhaupt funktioniert, was wir hier gemacht haben. Ich habe hier so eine schöne Schraubzwinge extra für so eine Lochtische. Und wenn jetzt alles tippitoppi ist, passt dieser direkt hier rein. Und ihr könnt sehen, ja, passt. Jetzt könnte ich mir hier zum Beispiel, ich nehme das jetzt einfach mal, hier so eine Platte nehmen, könnte mir hier die so einspannen und könnte hier schön mit der Flex eine Bearbeitung machen. Abschneiden oder anfasen oder schleifen, wie auch immer. So, das habe ich mir jetzt hier in ganz kurzer Zeit, also wenn man das jetzt weiter spinnen würde, könnte man sich hier so einen Mini-Schweißtisch ganz, ganz schnell und entspannt bauen. So, und das Coole ist ja an der Maschine, dass ich die ja überall anbringen kann. So, und jetzt halte ich den da einfach mal an diesen Körnerpunkt dran. So ein bisschen so. So, jetzt bin ich genau auf den Körnerpunkt. Magnet an. Da, hält. So, denn nicht vergessen. Öl und los geht's. Nun habt ihr gesehen, auch das ist überhaupt gar kein Problem für so eine Magnetbohrmaschine, also überall einsetzbar. Ja, zu jeder guten Bohrung gehört ja auch eine gute Entgratung. Und dann haben wir hier von Ruco so ein, ja, so ein Entgratungsset, so ein Kegel, wie heißen die Dinger überhaupt im Fachjargon? Also so ein Kegelsenker brauchen wir natürlich auch für eine Entgratung, für eine Bohrung. So, und ich habe hier jetzt mal welche mit. Preis-Leistung richtig gut, nicht High-End, aber schon mal eine saugeile Qualität. Für Stahl völlig ausreichend. Und ich säge jetzt einfach noch mal die Bohrung hier nach. So. Wie schön das aussieht. Also alles symmetrisch. So, jetzt nochmal von unten. Scheiß, ihr habt das selber gesehen, die Dinger sind richtig scharf und die sind gerade im Angebot bei uns im Shop, könnt ihr mal reingucken, also davon bin ich überzeugt. Ich bin sowieso von dieser Marke Ruco überzeugt, also deswegen haben wir sie auch im Shop, weil die Produkte, also wenn es um Bohren geht und Gewinde schneiden, sind die Jungs schon gut dabei. Und jetzt zeige ich euch, was ich so mir gebastelt habe. Kommt mal mit hierher. So, das
Ding hier, das habe ich mir komplett aus Schrott zusammengebaut. Das sind so Reststücke, so U-Profile, 3 Stück an der Zahl. Ja, und die habe ich so ein bisschen zusammengeschweißt. Hier habe ich so ein paar Muttern angeschweißt. Und wofür das jetzt ist, das zeige ich euch. Hier haben wir hier unsere Magnetbohrmaschine. Und aus dieser Magnetbohrmaschine machen wir jetzt eine Säulenbohrmaschine. Jetzt habe ich die Magnetbohrmaschine hier raufgestellt. So, die kann ich nachher ja, mit den Elektromagneten wieder hier dran festmachen. Und jetzt kommt mir meine Bohrung, die ich vorhin gemacht habe, nämlich zugute. Jetzt kann ich mit dieser Schraubzwinge schon mal dieses ganze Gestell hier fest drauf machen. Es wäre eigentlich nicht nötig an dem Punkt, aber das langt völlig. Und jetzt kann ich mit dem Schraubstock hier meine Spannvorrichtung anschrauben. Und wenn ich möchte, was haben wir denn jetzt hier noch so rumliegen? Auch hier so ein, guck mal hier, so ein schönes Vierkantrohr. So, und dann könnte ich jetzt rein theoretisch, wenn ich möchte, so reinbohren. Ja, und dass das funktioniert, das will ich euch natürlich auch zeigen. Ich richte das mal hier aus für mich. Wie kann ich denn mit den Schrauben die Spannvorrichtung fixieren? Ich kann jetzt ganz einfach richtig Öl hier durchbohren. Magnet an, Bohrer an. So, wie ihr seht, und so ein Besen. Der muss in jeder Werkstatt unbedingt rein. Gibt es noch gar nicht bei uns im Shop, aber am Besen, da müssen wir auch noch mal ran. Ne? Vielleicht gibt es ja einen guten Besenhersteller oder so, die dann irgendwie mal einen guten Handfeger oder Besen für uns haben. Auf jeden Fall, jetzt kommen wir mal wieder zum Thema. Schaut euch mal an. Perfekt gebohrtes, kreisrundes Loch. 16 mm. Gar kein Thema. So, ich denke mal, zur Magnetbohrmaschine haben wir jetzt viel erzählt und nun gehen wir mal auf ganz andere Bohrer ein. Meine Frage heute lautet, kann ich so eine Bohrung eigentlich auch bohren mit einem ganz normalen Akkuschrauber? Ja, nein, vielleicht, wir werden sehen. Ja Leute, jetzt wollen wir einfach mal probieren, wie groß kriegen wir eigentlich die Löcher gebohrt mit einem Akkuschrauber. Ich habe dazu die neuen Ruco, wie heißen die? Ultimate Cut Stufenbohrer, Long Life steht hier drauf. Ich habe die noch nicht probiert, kann da auch nicht viel zu sagen. Aber ich würde mal sagen, wir probieren es einfach mal. So sieht das hier aus. Dieser Stufenbohrer geht von 6 bis 12, 6 bis 20 und 6 bis 27. 6 bis 12, da sehe ich gar keine Problematik. Lass uns mal mit 6 bis 20 anfangen. Was eigentlich richtig cool ist, was die guten Bohrer so ausweist, die haben hier so eine Planfläche. Ja? Und da haben sie 2 Stück davon. So hält der Bohrer natürlich richtig gut in den Backenfutter von dem Akkuschrauber. So, und ob wir das jetzt bohren können, das weiß ich nicht. Aber wir nehmen mal wieder ein bisschen Schneidöl. Und dann versuchen wir das mal. Ich körne jetzt auch nicht an. Hier sieht man. Hier ist eine richtig harte Phase, das ist nämlich die Schweißnaht vom Rohr. Das hat ja jedes Rohr eine Schweißnaht und ich habe jetzt mal mit Absicht auch hier die schwierige Stelle genommen, um zu sehen, ob das funktioniert. Oh mein Gott, das ist ja richtig gut. Mein Akkuschrauber macht ein bisschen schlapp. Das ist ja Wahnsinn. Also, das ist richtig geiler Scheiß. Also, ihr habt das selber gesehen, mein Akkuschrauber, der ist viel zu klein, der kann das gar nicht bürsten. Und jetzt schaut euch mal an, was für ein Riesenloch ich hier in dieses Rohr reingebohrt habe. Und auch fällt wieder auf,
Also man kann das hier auch schon so gleich mit entgraten, wenn man jetzt die nächste Stufe nimmt. Hier sieht man das. Also der Bohrer will und der Akkuschrauber sagt, nein, lass mich zufrieden, das ist mir viel zu schwer. Aber das ging richtig, also wirklich richtig leicht durch. Und jetzt mache ich nochmal den anderen Härtetest. Da bin ich ja mal gespannt. Das wird aber, denke ich, genauso gut laufen. Der Akkuschrauber, der stinkt schon. Der hat schon hier leichte Geruchsprobleme. So, mache ich nochmal. Ich muss jetzt erstmal auf der anderen Seite durch, das war gerade mein Problem. Das nimmt Späne weg. Das ist unglaublich. Ich schmier noch mal ein bisschen ein. Das ist unglaublich, wie das hier durchgeht. Na. Oh ne. Also da kommt der Akkuschrauber tatsächlich an seine Grenzen, mehr geht da nicht. Geschuldet an den Akkuschrauber, nicht an den Bohrer. Also der Satz, ich habe jetzt hier wirklich zwei riesen Löcher gebohrt, das überzeugt mich schon. Aber es gibt nicht nur Vorteile. Das Einzige, was ich sagen muss, ist vielleicht ein klitzekleiner Nachteil. Die Dinger sind echt teuer. Also das muss man dann schon sagen. Aber wenn du diesen Einsatzbereich brauchst, ist das völlig in Ordnung. Also das Produkt hier ist ein ziemlich hochwertiges Produkt. Also ihr habt gesehen, das ist Stahl und ich mache da spielend so eine große Bohrung rein. Wie gesagt, beim nächsten Mal, ja vielleicht haben wir ja an der Stelle ja mal einen Akkuschraubenhersteller, der mal seine Akkuschrauber hier vorstellen möchte. Weil nämlich der hier ist für diese Sachen so ein bisschen zu klein geworden. So, und jetzt gehen wir zu einem nächsten Bohrer, den ich mal vorstellen möchte. Ich nenne den ja Tannenbaumbohrer. Auch von der Firma Ruco. Hat auch wieder diesen Schaft an der Seite, damit das im Backenfutter besser hält. Und ja, eigentlich heißt der im Fachjargon bei Ruco Flowstep Bohrer. Und das ist ein ganz normaler Bohrer, der eben halt hier so ein kleiner Stufenbohrer ist. Ja, das sieht man hier ganz gut. Das ist hier ein HSSCO Kobaltbohrer. Dieser Bohrer hat eine unwahrscheinlich hohe Standfestigkeit. Man kann richtig, richtig viele Bohrungen machen, bis der stumpf wird. Und auch im harten Material, das stört den überhaupt nicht. Das Einzige, was der Nachteil hierbei ist, also wenn diese irgendwann mal diese Stufen kaputt sind, dann müsste man den eventuell neu anschleifen mit einem ganz normalen 118 Grad Schliff, wie man den von den handelsüblichen Bohrern kennt, und dann kann man den hier auch wieder benutzen. Aber wenn dieser Schliff, dieser Flowstep Schliff weg ist, ist er nun mal weg. Aber ihr werdet sehen, den habe ich nämlich schon getestet. Diesen Bohrer hier, den kann ich einfach reinbohren, ohne dass ich es ankörne, auch auf Rundmaterial bestens geeignet. Und der geht durch das Material wie Butter. Das ist jetzt hier ein 10 mm Bohrer. Das sollte für den Akkuschrauber ja auch kein Problem sein. Und ihr könnt jetzt mal sehen, in was für einer Affengeschwindigkeit ich das hier jetzt bohre. So, das ist eine Echtaufnahme. Also kreisrunde Bohrung, und was auch ist, ich kann natürlich echt so, was soll ich euch sagen? Ihr habt gesehen, ich habe das Material nicht angekörnt. Ich habe jetzt hintereinander in ganz kurzer Zeit
6 Bohrungen gemacht. Gar kein Problem. Diese Bohrer gibt es als Set zu kaufen, auch bei uns im Shop. Und ich muss euch sagen, diese Bohrer feiere ich total ab. Das ist Hammerqualität, das ist innovativ, es bohrt wie verrückt, auch in harten Materialien, ziemlich hohe Standfestigkeit. Und selbst wenn dieser Flow-Step mal abgenutzt sein sollte, könnt ihr den anschleifen mit einem 118-Grad-Schliff. Und trotzdem ist der noch ein Bohrer und ihr könnt da ganz normal mit arbeiten. Richtig coole Sache. So, jetzt kommen wir zu einer anderen Geschichte. Ein ziemlich hochwertiges Lochsägen-Set. Habe ich zum Teil auch schon mit gearbeitet. Dieses Set ist 19-teilig, ist ein HSSE Kobaltbohrer Bimetall bis 38 mm Schnitttiefe. Und von 16 bis 83 mm Bohrung möglich. Hier vorne auch nochmal so schön schematisch abgebildet, mit was für Umdrehungsfrequenzen. Und hier steht nochmal Inox, also Edelstahl, V2A, Stahl, Kupfer, Magnesium, Zink, Alu, PVC und Holz. Ich habe jetzt hier mal was vorbereitet. Und zwar habe ich jetzt vor, durch diese Rinne zu bohren. Dazu muss man sagen, das ist jetzt auch nicht die Welt. Ich meine, das ist kein zähes Material oder hartes Material. Aber das ist so ein Anwendungsbeispiel, was ich euch mal zeigen möchte. Wenn man so eine Rinne hat oder irgendwie eine Rigips-Geschichte oder irgendwie so eine Holzdecke, wo man ein Loch rein haben will, kann man die Dinger echt gut nehmen. Und man kann natürlich, wie vorhin schon gesagt, äußerst großen Durchmesser bohren. So, fangen wir mal hier an. Das, jetzt haben wir es geschafft. Genau das ist das, was wir schon vermutet haben. Boah, wir haben den Akkuschrauber gekillt. Also ich sag mal, die Bohrung, ja, das hättet ihr locker geschafft. Wir kommen jetzt auch zu Ende unserer Folge, da wir keinen Akkuschrauber mehr haben. Was ich euch noch zeigen wollte übrigens, es geht ja auch immer darum, wenn man eine Bohrung macht, das zu entgraben. Kegelsenker habt ihr heute schon gesehen und das Teil habt ihr noch nicht gesehen. Das ist echt ein cooles Werkzeug, um auch Sachen zu entgraben mit weichen Materialien, wie Aluminium, diese Zinkdachrinne. Da hat man hier so einen Knopf, den kann man rausziehen. Dann hat man noch ein Ersatzschneiden damit bei. Und das ist echt total klasse. Das zeige ich euch mal. Und hier wurde die Rinne, sieht man ja, hier hat man diesen Grat noch drauf. So, jetzt hat man natürlich auch Probleme, hier was zu entgraten. Und dann kann man ohne große Hilfsmittel, nimmt man den Schaber, greift das hier an und schon ist es entgratet. Dieses Teil ist mega. Besonders bei Aluminium. Oder bei sowas, ich nehme da keine Flex für, ich nehme wirklich den Schaber. Kein Schaber, sondern ein Kantenentgrater. Nichtsdestotrotz funktioniert er auch dennoch gut. So, jetzt habe ich hier, zeige ich euch das nochmal, wie geil der das Material hier abnimmt. Hier, absolut cool und die ganze Rinne ist entgratet. Geeignet, wie gesagt, für Weichmetalle, aber ich glaube auch für Stahl. Ob das funktioniert, können wir ja mal kurz schauen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das auch geht. Ja. Total klasse. Also der hier ist schwenkbar, wie ihr gesehen habt. Und wenn ich den jetzt hier so nehme, dann kann ich den so drehen. Und ich kann sogar damit Stahl entgraten. Hammer. Richtig geil. Habe ich bei Stahl noch gar nicht probiert, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe gerade eben noch mal den Wink gekriegt. Du Nils, ich habe mal geguckt, der geht auch für Stahl. Ja, das waren so jetzt einige Produkte
von Rugo heute, die wir hier vorgestellt haben. Und ich muss sagen, ich habe gut bis auf den Lochsenker-Set, was ich nicht mehr so 100%ig testen konnte, muss ich sagen, sind die Produkte alle gut. Das Lochsenker-Set ist auch sehr gut und sehr hochwertig. Nur leider konnte ich den Test dann nicht vollenden. Ja, seid gespannt auf die nächsten Folgen. Und wenn ihr Hersteller sagt, wir haben echt geile Produkte und die könnt ihr euch mal angucken, wir geben gerne unser Urteil ab. Also bei Akkuschrauber hätten wir Bedarf, da könnt ihr euch ja dann nochmal melden und bei anderen Sachen auch. So, das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sagt Tschüss.